Das Paulchen, das bei sich zu Hause die Maler hat, kann all den Farbenkram schon nicht mehr riechen. So trottet es todmüde durch die Stadt und hofft, es könnte bei guten Freunden vielleicht unterkriechen. Da fällt sein leicht umflorter Blick auf einen Fußabtreter, auf dem fett eingewebt Willkommen steht. Er nimmt ihn, geht hinein, doch wenig später fliegt er hinaus und merkt, dass es so einfach doch nicht geht. Man muss einen Schlüssel finden und die richtige Tür dazu. Mit anderen Worten, Schwein muss so ein Panther haben. Das Paulchen legt zufrieden sich zur Ruhe, doch vorher wird er sich an einer schönen, heißen Dusche laben. Zu Bett gehen, nach dem Essen Zähne putzen nicht vergessen. Außerdem wird es auf die Dauer sich rentieren, jeden Abend gründlich sich zu orientieren über das Gesichtsbeschaffenheit. Dadurch spart man sich viel Ärger und viel Zeit. Jedoch im fremden Heime, im fremden Bad ist Vorsicht auch geboten. Dort lässt man von elektrischen Geräten besser doch die Pfoten. So, und jetzt das Licht gelöscht, hoppla hopp, rein in die Kiste. Lange schlafen wird er nicht. Ach, wenn unser Paulchen wüsste, dass vor der Türe schon das Unheil steht. Denn es wankt nach Hause, wenn auch reichlich spät und mit ziemlich undoniertem Gang, der Herr Trambahnkartenknipser Egon Vogelsang. Selig lallend kehrt er heim vom Stammtisch Skat und Schweineschlachtungsschlüssel. Und da liegen alle 17 Trambahnkarten Vorratsschränkchenschlüssel. So betrunken ist er nicht, denn es stellt der Brave vor die Tür wieder hin seine Gardasee-Agave. Dunkeln ist nicht sehr viel sicherer der Gang des bis über den Eichstrich angeführten Trambahn angestellten Vogelsang. Schrecklich findet er die Finsternis, aber Paulchen völlig Gegenteil der Meinung ist. Und er trachtet die Beleuchtung eigenhändig loszuwerden, weil ja sinnlos bei betrunkenen Diskussionen und Beschwerden. Der leicht ramponierte Egon sucht nun in den Kissen Trost. Da befällt ihm, mangels Deckung, ein enormer Schüttelfrost. Welch ein Glück, dass ihm da zur Verfügung steht, eine Gummiflasche aus dem letzten Kehrpaket. Linderung bringen wird die kochend heiße Nässe für die Frost- und alkoholgeweiteten Gefäße. Und ein zweites Mal befällt ihn Egon schlottern. Hilfe, Hilfe, kann er nur noch ins Telefon stottern. Und sieh da, nach 5 Minuten öffnet sich die Tür und der Hausarzt Schikaneder tritt herfür. Und er meint, vom Alkohol wäre der Verstand im Eimer. Denn natürlich kennt er seinen Pappenheimer.
Um Herrn Vogelsang doch wieder hinzukriegen, gilt's, den Schnapsteufel für immer zu besiegen. Abgeschworen dem Fusel bis ans Lebensende, geht's an die Vernichtung aller Restbestände. Wie viel Geld Herr Vogelsang jetzt spart, hätte er sich weiter an die Milch der frommen Denkungsart. Und darum, horrido und hoch die Becher. Doch was erblicken da die frohen Zecher? Das Trugbild, vorgegaukelt von zu vielem Alkohol, schlürft mit dem Bettzeug frech vorbei. Dem Doktor ist nicht wohl. Auf diesen Schrecken wäre gut ein Schnaps, der ja oft Wunder tut. Die beiden wollen brechen den grad getanen Schwur, doch leider hat den Schnaps geholt die städtsche Müllabfuhr.